glimpse of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Die meisten von euch waren dafür, dass ich heute erstmal die Eichhörnchen-Quest mache. Die mit Jamie kann ich ja noch nicht machen, das heißt, morgen geht es weiter mit der Suche nach Spirit. Und für die Eichhörnchen-Quest habe ich mir mal meinen kleinen Grundhuf geschnappt, meinen zweiten Huffy. Und ich habe jetzt hier diese Satteltasche genommen. Die passt auch sehr, sehr gut zu dem Entdecker-Set. Wie heißt die nochmal? Welche ist das? Das ist die kunstvolle Satteltasche. So, dann wollen wir doch mal schauen, was uns erwartet. Ich denke mal fast, dass die Quest nicht allzu lang sein wird. Gucken wir einfach mal. Ich hoffe es tatsächlich auch, weil mir mich gerade auffällt, dass ich vergessen habe, mein Dings zu leeren, meine Festplatte. So, jetzt seht ihr auch nochmal genau, wo hier dieser Taschenshop ist und wo der Laden ist, wo man dann die Eichhörnchen kaufen kann. Da hockt schon ein kleines schwarzes im Körbchen drin. Und hier ist ein braunes. Das dritte ist noch unbekannt, glaube ich. Nee, hier oben. Da hockt da eine normale Katze drin. Nee, da hockt eine normale Katze. Die ist ja auch hübsch. Die gibt es so auch nicht zu kaufen, oder? Die sieht grafisch so gut gemacht aus. Hm. Okay. Rückwärtsgang einlegen. Ich hänge irgendwo dran. So. Frau Pein. Hallo, meine Liebe. Hier in Firgrove leben wir alle im Einklang mit der Natur und das hat uns viele Dinge über wilde Tiere gelehrt. Sie können scheu oder beängstigend erscheinen, aber wenn du sie mit Respekt behandelst, können sie so süß wie ein zahmes Häschen sein. Wenn du lernen willst, wie man sich um wilde Tiere kümmert, kann ich es dir zeigen. Sobald wir fertig sind, kannst du dann im Austausch für eine Spende an die Vereinigung für Eichhörnchen ohne Bäume jedes gewünschte Tier adoptieren. Oh je. Die Vereinigung für Eichhörnchen ohne Bäume, okay. Du scheinst ein sehr gutes Verständnis für wilde Tiere zu haben. Lass mich dir alle Tiere zeigen, die du jetzt adoptieren kannst. Ernsthaft? Das war schon alles? Oh Mann. Da. Okay, wir haben ein braunes, wir haben... Okay, Moment, wir drehen mal die Kamera. Da habe ich einen sehr, sehr guten Tipp bekommen. Warte mal, wie habe ich jetzt die Kamera... Gut, ich sollte mich also so am besten hindrehen. Jetzt hänge ich wieder irgendwo fest. Wo hänge ich denn da immer fest? Da ist doch gar nichts. So, und das, wenn ich dann absteige, dass ich dann ja meinen Charakter sehe. Nein, bleib stehen, Goldhof. Bleib stehen. So, steh jetzt. Und jetzt, wenn ich dann absteige und dass ich dann den Shop aufmache, dass ich ja dann die Eichhörnchen oder alles, was man dann im Shop eben normalerweise nicht so gut von der Seite sieht, dass ich das dann gut betrachten kann. Jetzt muss ich halt nur... So. Ach, die steht jetzt dahinter. Okay. Ich komme nicht an den Shop ran. Ist gerade alles etwas schwierig hier. Okay, das heißt, ich muss Goldhoof so platzieren, dass er hier so ein bisschen steht. Ja, hier ist momentan so viel los, dass man kaum noch an sein Pferd drankommt. Deswegen habe ich jetzt auch die Aufnahme direkt zur Mittagszeit gemacht, weil ich glaube, dass wenn ich das dann noch später mache, dass ich dann irgendwann hier gar nichts mehr gesehen hätte. Dann ist es richtig schwer, überhaupt noch an den NPC dran zu kommen, also an Frau Pein hier. So, ja, 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 so geht das ganz gut. Also, wir haben hier das rote Eichhörnchen. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen weiter nach vorne stellen müssen, aber ich glaube, das funktioniert schon so. Es gibt viele Eichhörnchen in den Tannen und auf den Berghängen von Joa. Was? Okay, Joa. Joa. Dieses Eichhörnchen ist ziemlich ruhig und perfekt als erstes Haustier. 49 Starcoins kostet das rote Eichhörnchen. Boah, sind die teuer. Das schwarze Eichhörnchen. Oh, das hat lila Augen und eine lila Nase. Also das hier ist so das Standard-Eichhörnchen. Sieht aus wie so ein Streifenhörnchen, wie so ein Chipmunk. Elvin! So, schwarzes Eichhörnchen. Rund um Firgrove findest du sowohl schwarze als auch rote Eichhörnchen. Dieses clevere Eichhörnchen weiß, dass es total süß ist und benutzt oft sein niedliches Aussehen, um von den Menschen Leckereien zu bekommen. Das kostet 99 Starcoins. Das ist aber auch total cute, oder? Und das Weiße sieht so ein bisschen aus wie so ein Eisfuchs. Guck mal, es hat auch ganz lange Öhrchen.
So, und da war die Platte voll. Wir haben hier noch das weiße das Furfall-Eichhörnchen. Dieses weiße Eichhörnchen hier ist in Furfall zu Hause, einem Gebiet hoch oben in den Bergen von Ewer. Es ist sehr neugierig und wandert manchmal in den ganzen Weg hinunter nach Firgrove. Es sollte mit Nüssen gefüttert werden, dann ist es zufrieden. Ja, das kostet 199 Starcoins, wahrscheinlich weil es so teuer ist, weil es so selten ist. Ich finde sie ja alle sehr süß, muss ich sagen. Ich finde sie alle sehr, sehr süß. Also so, oh. Nehme ich das braune oder nehme ich das weiße? Komm, ich nehme das weiße, das sticht hier. Es ist schweineteuer. Oh, ich hatte meine Boxen noch an. Ich musste nämlich gerade was testen. Es ist so schweinemäßig teuer. Wisst ihr was, ich bin im Kaufrausch. Ich finde sie alle super süß. Ja, es werden sich jetzt mit Sicherheit wieder Leute aufregen. Wie kannst du nur deine Starcoins so verschwenden? Und du schlechtes Vorbild. Und ja, aber man muss sich auch mal was gönnen. So. Was ich jetzt noch eben fix machen möchte, ist nach Moorland runterreiten. Denn anscheinend gibt es eine neue Jeans im Lifetime Star Rider Shop, die diesmal wohl auch Werte hat. Seit letzter Woche schon. Da wusste ich das gar nicht. Stand auch überhaupt nicht in den News drin. Es sei denn, ich habe es übersehen und überlesen. Aber ich möchte jetzt mal gerade noch eben fix reinschauen. So, dann auch etwas kürzer die Folge. Aber wie gesagt, diese Woche ist es für mich einfach sogar optimal, wenn die Folgen kürzer sind, wegen der ganzen Hamburgs-Sache. Sei still, Bauch, du kriegst gleich was zu essen. Ja, ich nehme gerade auf, bevor ich was frühstücke. Das mag mein Bauch nicht so ganz. Der meckert dann schon mal. So. Also, genau, die erstklassige Jeans. Oh, Befehl plus 1. Oh, wow. Oh, wow. Aber da sie ja nichts kostet, nehmen wir die natürlich mit. Und wie sieht sie aus? Ja, sie ist eigentlich ganz cool. Also ich finde sie jetzt nicht überragend. Aber auch gerade so zu dem Oberteil passt sie eigentlich ganz gut, wie ich finde. Das müssen sie unbedingt wieder rückgängig machen, dass man direkt stoppt, wenn man das Menü aufmacht. Das nervt mich. Also ich finde sie eigentlich so sehr, sehr süß. Muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, also wie gesagt, keine Werte, damit nicht Chumpy-tauglich. Aber ist vom Stil her schon ganz schick. Süß war eigentlich auf das Eichhörnchen bezogen. Ja. Man kann halt nicht mehr so richtig klar denken, wenn man Hunger hat. Gut, ihr Lieben, ich würde mich für heute verabschieden. Morgen geht's weiter mit der Suche nach Spirit. Vielleicht nehme ich dann auch mal Goldhoof mit anstatt Cinnamon Star. Den haben wir auch noch gar nicht gesehen. Also dann, ich verabschiede mich. Nein, morgen kommt definitiv eine Folge mit Cinnamon Star, weil ich die schon aufgenommen habe. Und dann macht's gut. Bis morgen. Tschüss.